Dieses Spiel wird Ihnen präsentiert von Wälzstrom, www.wälzstrom.at. Hermann Deixler in Pichl bei Wels. Glas, Glasreparaturen, Service, Rollläden, Wochenend- und Feiertagsnotdienst 0699 11 99 86 07. Da müssen Sie dabei sein. Oberndorfer Hallenfest in Gunskirchen. Am Samstag, den 23. Juni ab 21 Uhr geigt die Topband Woody Blechpackers auf. Am Sonntag dann großer Frühschoppen. www.union-gunskirchen.at. Was wurde darüber geredet und diskutiert? Über die vom Oberösterreichischen Fußballverband eingeführte Relegation. Wie recht der Verband mit dieser Entscheidung hatte, sieht man beim Relegationsduell zwischen dem Bezirksliga Süd 2. WSC Hertha Wels und dem 12. der Landesliga West, dem SV Pichl. Weit über 1000 bevölkern das Mautstadion in Wels trotz Unwetterwarnung und sind begeistert von dieser Premiere. Sicher eine glückliche Lösung, die Relegation einzuführen. Und es werden sicher spannende Spiele werden. Und ich hoffe, das heutige und das am Samstag ganz besonders, weil es meine Klasse betrifft in der Landesliga West, es möge der bessere aufsteigen. Wie man jetzt sieht, sind eine Menge Zuschauer. Der Fußball wird in dem Gebiet, wo wir spielen, interessanter wieder. Und vielleicht bringen wir sogar für die neue Meisterschaft wieder mehr Zuschauer auf unsere Plätze. Grundsätzlich glaube ich, ist es eine Aufwertung für die ganze Meisterschaft, weil einfach der Zweitplatzierte die Möglichkeiten hat und der Vorletzte die Chancen hat oder der Schlechtere die Chance hat, da oben oben zu bleiben. Und wenn es so ausgeht, wie es natürlich jetzt da genau in Wels ist, dass sie gegen uns spielen, dass wir ein echtes Derby haben, hat das eine besondere Präsenz natürlich dazu. Also grundsätzlich ist das Ganze natürlich jetzt spannender und es bietet auch mehr Möglichkeiten, sowohl jetzt für die Unteren, also wenn man nur knapp Zweiter wird, wie es uns jetzt in den letzten paar Jahren schon ein paar Mal ergangen ist, als auch für diejenigen, dass sie nicht absteigen. Also ich finde es sehr gut, weil auf uns bezogen, wie wir in den letzten Jahren, wir waren immer Zweiter, 10 Punkte hinter dem Ersten und 20 Punkte vor dem Dritten. Vor 2 Jahren war es wohl, dann folgte es als Stahlbauer, das ist mir wieder die größere. Jetzt haben wir als Zweiter endlich einmal eine Chance, dass wir aufsteigen. Leider haben wir einen dabei gehabt, der auch nicht so schlagen war. Ja, ich finde es fair im Prinzip, ne? Dass einfach der Drittletzte nur eine Chance hat und der Zweite auch. Scheinbar gefällt auch Petrus die Relegationsgeschichte. Das Unwetter bleibt aus. Er schickt während des Matches nur kühlenden Regen. Pichelsmannen zu Beginn etwas weniger nervös als die Spieler von WSC Hertha. Andi Fuchsberger mit dem ersten Schussversuch in Minute 3. Viel hochkarätiger die Chance von seinem Mannschaftskollegen Attila Böttje nur 2 Minuten später. Daraus hat der Goleador auch schon Tore gemacht. Die Buhensky-Elf benötigt eine Viertelstunde, um das erste Mal vor dem Puppetterkasten aufzutauchen. Aber dafür mit einer Top-Möglichkeit. Elvis Ramakic wird wunderschön freigespielt, ist an Pupetter schon vorbei, dann aber ist er um einen Tick zu lässig. Rieder kratzt das Leder von der Linie. Die 22. Minute. Freistoß für WSC Hertha von der linken Seite. Nadarevic schlägt die Kugel vors Pupetter-Gehäuse. Der Pichler nicht abgeklärt genug, schlägt das Leder Mario Kastner vor die Füße. Und der macht das 1:0 für den Bezirksliga Süd 2. Aber nur 120 Sekunden später schaut die Welt für den Landesliga Westclub schon wieder viel besser aus. Der Torverhinderer von Minute 15, Harald Rieder, wird ideal angespielt und der macht das so wichtige Auswärtstor. WSC Hertha 1, Pichl 1. In der 45. Minute ist Pichl ganz nahe dran am 2:1. Andreas Fuchsberger knallt den Freistoß ans Welser Lattenkreuz. Dies die letzte Aktion der ersten 45 Minuten des Relegationskrachers. Der sehr gute Schiri Roland Brandner schickt die Teams in die trockenen Kabinen. Da müssen Sie dabei sein. Oberndorfer Hallenfest in Gunskirchen. Am Samstag, den 23. Juni ab 21 Uhr geigt die Topband Woody Blechpackers auf. Am Sonntag dann großer Frühschoppen. www.union-gunskirchen.at. 120 Minuten live. Reinhard Fendrich, Best of. Beim großen Open Air in Pichl. Am Samstag, den 7.7.2012. Karten unter oeticket.com.
Alle Infos unter www.sv-pichl.at. Chance 1 in Halbzeit 2 haben die Bohensky Boys. Nach Nadarevic Corner kommt Listeric frei zum Kopfball. Bubetter arretiert die Kugel auf Raten. Wir schreiben Minute 50. Nach genau einer Stunde fällt bei Nadarevic Freistoß ein guter Meter zu etwas Zählbarem. Pichl steht jetzt tief, hat ja das so wichtige Auswärtstor und wartet auf Konterchancen. Eine solche ergibt sich in Minute 70. Attila Böttche jagt die Kugel aber in die Regenwolken. Nur 5 Minuten später wieder so ein Angriff der Sturmelf. Die Kugel von links nach rechts, Flanke und dann fällt nach Özdemir Kopfball kein halber Meter zum 2:1 für Pichl. Das Match ist schon in der Nachspielzeit. Andi Fuchsberger zieht aus gut 25 Metern ab, ein Welser Fuß noch dazwischen, Corner. Und nach diesem Eckball ist der Ball im Welser Tor. Aber Schiri Bratten hat's gesehen. Stojza Lasic hat sich mit den Händen Platz geschafft. Stürmerfoul. Und so endet dieser Relegationsschlager zwischen WSC Hertha und SV Pichl mit 1:1. Damit ist für das Rückspiel am Samstag um 19 Uhr in Pichl für Spannung pur gesorgt. Grundsätzlich muss man sagen, eins ist eine gute Ausgangsposition. Ich glaube aber, dass sie die Chancen nicht recht verschoben haben. Es ist immer nur 50-50. Die WSC ist vor dem Braun gefährlich, das wissen wir. Und wir müssen daheim natürlich alles geben. Kann aber sein, dass uns der kleine Platz daheim mehr entgegenkommt. Da kommen ein bisschen die Zweikämpfe rein. Und da werden wir wahrscheinlich die Spiele auch ein bisschen anders anlegen. Klarerweise reicht unser 0-0 nur gegen die WSC auf ein 0-0 spielen, war tödlich und dann auch nicht. Also das ist sicher. Das 1-1 geht in Ordnung. Es war heute ein flottes Spiel und wir haben Chancen gehabt. Wir haben die Top-Chancen leider nicht genützt, dann hätte es anders ausgeschaut. Aber meine Mannschaft hat sich gut verkauft. Wir spielen doch gegen Landesliga und am Sonntag werden wir dann wirklich auch anders spielen und wir werden versuchen, alles umzudrehen. Zur Richtigstellung, lieber Johann Buenski. Das Match ist am Samstag. Sonntag darf dann schon irgendwer feiern. Entweder der SV Pichl oder deine WSC Hertha.